Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Songbird Symphony. In der letzten Folge haben wir beim langen Fußtypen Dibbledidum das B bekommen. Und dieses Mal sollten wir zu den Pinguinen gehen, hat die nette Eule gesagt. Und die soll irgendwo hier unten sein in der Höhle, weil da ist jetzt irgendwie was Neues aufgegangen. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin, an den Strand, so wie ich das mitbekommen habe. So, da sind wir. Guck, da ist nämlich eine Glocke, die wir läuten können. Und da ist ein, keine Ahnung, eine Möwe. Was soll das sein? Oh, hi. Bist du ein Venedigianer? Singst du jetzt ein Lied? Oh nein, ich bin doch gar nicht bereit für ein Lied. Oh, okay, neuer Tag, neues Gesangzeug. Okay, Backen lockern und los geht's. Er hat einfach nicht gesungen. Gut, er hat einfach nicht gesungen, keine Ahnung. Vielleicht habe ich es irgendwie übersprungen. Ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, ich habe es einmal übersprungen, als ich getestet habe. Und dann aber gemerkt, ja, ich habe gar keinen Bock aufzunehmen, deswegen hatte ich das Spiel dann nochmal weggemacht und hier sind halt überall so komische Möwen und so. Und deswegen hat er jetzt wahrscheinlich nicht gesungen. Ich hoffe, das ist okay. Sein Lied war sowieso nicht so cool. Aber ich frage mich, ich habe hier, glaube ich, gar nicht gespeichert. Deswegen wundere ich mich gerade, warum überhaupt und überhaupt. Na egal, so muss Fischen, die sagen mir hier alle, yo, die Pinguine sind unten am Strand und dann geht man hier unten an den Strand und dann dancen die hier richtig geil ab. Guck mal, wie die abgehen. Und jetzt, wo ich diese Pinguine halt sehe, denke ich immer mehr, dass ich auch ein Pinguin bin. Ich meine, von der Farbgebung her wird das passen, außer halt, dass unsere Beine schwarz sind und nicht so pink und dass unser Schnabel auch noch nicht. Aber Pigmentierung kann ja später noch werden. Und die sagen alle nur, ja, wir tanzen hier und müssen Fische fangen und so, gehen wir woanders hin. Und so wie ich das mitbekommen habe, müssen wir einfach nach Osten. Und Osten ist rechts, weil die ohne Seife waschen, nicht wahr? So, jetzt sind wir hier in so einem komischen Vulkan drin. Und hier weiß ich auch noch nicht weiter. Hier habe ich dann aufgehört, weil ich gemerkt habe, nee, Digga, hast doch keinen Bock mehr aufzunehmen. Weil ich letztes Mal 3 Folgen hintereinander aufnehmen wollte, aber das war anscheinend zu viel. So, wir nehmen hier mal den Luftzug mit. Hui! Hier ist eine... Was ist das? Oh, hier kommt bestimmt ein Lied. Das ist doch so ein Teil, wo die Noten immer hinkommen. Ich wollte gerade erst sagen, dass das so ein Mario-Pilot ist. Zieleingang und so. Aber anscheinend doch nicht. Ah, doch, hier war ich auch noch. Genau hier fand ich das doof, weil ich das Rätsel nicht kapiert habe. So, der Dude hier will nämlich sein... Hey du, gib mir meine Zutaten. Da oben ist schon ein blauer Oktopus. Bring mir den. So, und jetzt ist ja nämlich so ein blödes Rätsel. So, das ist richtig kacke, weil ich kraff's einfach nicht. Den hier muss man, glaube ich, auf jeden Fall runterschieben. So, und der Bärz ist nämlich blöd. Ich kann... Oh, warte, so blöd ist das, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich muss den hier einfach nur runterschieben. Und wenn ich den dann runterschiebe... Ah, guck jetzt... Das war nämlich das Problem. Jetzt komme ich da nämlich nicht mehr hoch. Das ist ultra doof, Leute. Oder komme ich von hier irgendwie da hoch? Nee. Einmal zurücksetzen, Ding. Das ist nämlich richtig behindert. So, also das heißt, ich muss den runter machen, dann den runter machen. Und ab jetzt verstehe ich nämlich gar nichts mehr. Jetzt kann ich die Dinger hier natürlich runterschieben. Ganz toll. Man kann übrigens nicht 2 Kisten hintereinander runterschieben. Das ist richtig doof. Jetzt ist der da unten. Jetzt ist halt die Sache, wenn ich jetzt runtergehe... Weiß ich auch nicht. Ich glaube, das geht doch ganz gut. Ich pack den einfach dahin. Jetzt schiebe ich den nach links. Und dann gehe ich da rauf und hole mir den Oktopus. Ich glaube, das war nämlich mein Problem beim letzten Mal. Da konnte ich überhaupt nicht nachdenken und so. Aber ich glaube, jetzt habe ich schon. Okay, ist ja super easy. So, schieben wir den hier rüber. Bitteschön, dein blauer Oktopus. Ach, du hast geschafft. Kümmere dich nicht ums Zurückbringen, Kleiner. Ich übernehme. Alles klar. Guck mal, wie stark er ist und wie er abgeht. Und davon haben wir, glaube ich, 4 Leute oder 5. Ich habe das nicht mehr so richtig im Kopf. 8 vielleicht? Ach du Scheiße, weh, ich muss 8 dieser Dinger hier holen. Ah, dafür sind diese Pylone da, damit man weiß, wo die sind. Genau, und hier gibt es ganz viele Eingänge und bei jedem Eingang soll man nämlich die Zutat holen. Hi, was willst du? Ey, du, bring mir meine Zutat. Ja, ja, die ist da oben, das ist richtig. Gut, da müssen wir, glaube ich, mit dem... Hä? Hier ist doch so ein Luftzug. Los, send me hoch? Send me hoch, tu irgendwas. Oh, ach du Kacke. Okay. Ein kleiner Jump'n'Run. Gedöns hier. Oh mein Gott, hoffentlich fallen wir nicht in die Lava. Das wäre ja richtig schlimm. Dann sind wir ein gebratener Pinguin. Oh, wie Pinguin wohl schmeckt. Leute, würdet ihr Pinguin essen, wenn ihr die Chance dazu hättet? Würdet ihr Pinguin essen? Ich habe gar keinen Plan, wo ich hin muss, gell? Ich glaube, das ist super falsch, was ich hier mache. Oder? Ah, sieht vielleicht doch ganz richtig aus. Da! Da war doch das blaue Ding. Ich glaube, das war's schon. Whee! Bitteschön. Ja, ja, ja. Mhm. Da kommt eine kleine Gitarre dazu. Zum Song. Das ist der Vulkan-Beat-Song. Yeah, yeah, yeah. Das ist hier auch noch einer. Das finde ich schon wieder nervig, wenn man die hier alle abklappern muss. Ey, da, Zutat da oben. Ja, ja, bla, bla. Diesen Level habe ich auch schon im Trailer gesehen. Da war dieser Vulkan-Level auf jeden Fall ganz kurz zu sehen. Darf man hier runter? Nee, das Lava. Au, au, nö, das tut ja richtig weh. Ist ein bisschen wie bei Mario. Nur, dass man keine Leben verliert. Okay, ich glaube, man kann dieses Spiel überhaupt gar nicht verlieren.
Die haben keine Lebensanzeige oder sowas reingepackt. Wir sind einfach feuerfest. Das ist die Sache. Nun, das war ja richtig anstrengend. Ih, ein Käfer? Ihr könnt doch keine Käfer hier. Was ist das denn? Das ist ein Riesenpunktekäfer. Marienkäfer. Ein riesenblauer Punktekäfer ist das. Oh ja, yeah, da kommt eine kleine Rassel dazu. Okay, der Marienkäfer macht eine Rassel. Aber ganz dezent, so richtig dezent. Leute, in der Schulband früher, ne? Und dann hier das Rätsel. Was für ein Instrument musstet ihr da spielen? Beziehungsweise welche Instrumente hattet ihr? Hattet ihr da... Keine Ahnung. Also ganz viele von uns, locker 80% der Leute in meiner Schulklasse mussten immer alle... Xylophon spielen? Guck mal, da schiebt das Ding darüber. Wie gut ist das denn? Okay, da oben kommen wir nicht hin. Ja, Xylophon ganz viel und ein bis zwei Leute durften dann Piano spielen. Einer durfte dann auch immer noch Schlagzeug spielen, das war meistens ich, weil ich halt Schlagzeug spielen konnte. Dann durften noch zwei, drei Leute Gitarre spielen und einer meistens noch Bass. Na, na, na. Üp. Ja, und das war dann das, was die Schüler da so spielen durften. Aber die meisten haben wirklich Xylophon gespielt, weil das, glaube ich, sehr einfach ist. Einige durften dann noch so eine Rassel benutzen, die halt so gar nichts drauf haben. Die haben dann, glaube ich, immer Rassel gespielt. Okay, sehr schön. Ja, habe ich immer Schlagzeuge und das war richtig cool. Da ist man auch aufgefallen. Und wenn man irgendwas falsch gemacht hat, dann hat man immer den bösen Blick der Lehrerin geerntet. Weil dann alle natürlich falsch sind, weil du als Schlagzeuger immer den Beat up angibst. So, ich glaube, das war's schon. Jetzt müssen wir nur noch den... Genau, den Dude hier rüber schicken. Was ist das, ein Fisch? Nee, das sieht aus wie eine Garnele. Eine tote Garnele, bitteschön. Ja, habe ich geschafft. Bitte, bitte, bitte. Auf geht's. Würde mich interessieren, was ihr da dann so für ein Instrument gespielt habt. Das klingt wie ein Xylophon. Ich glaube, da ist ein Xylophon dazugekommen. Und dünn, 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 dünn. Ich weiß gar nicht, hatten wir auch eine Triangel? Bin mir da nicht so sicher. Hier ist ein ganz großer Kochtopf. Das ist natürlich toll. Gut, dann kümmern wir uns mal um die linke Seite. Ich muss halt echt alle 8 Noten holen, ne? Oh, super nervig. Tag, ich hole dir deine Zutat, alles easy. Der steht hier so, als wenn er mir sagen würde, jo, dann müssen ein paar dieser Dinger rauf. Jetzt ist der eine Klotz dann natürlich weg. Jetzt glaube ich, muss einer da runter. Der kommt dann hier nach rechts, weil dann können wir da oben rauf und wenn wir uns da drauf stellen, dann können wir nach oben fahren. So, Eckbett, komm mal her. Ja. So, Eckbett stellt sich da hin, wir stellen uns hier rauf und dann haben wir es doch. Da hast du deine komischen Tentakel. Tentakel sind übrigens super lecker. Wenn ihr mal in Japan seid, dann esst diese Takoyaki in Japan super lecker. Ist zwar Tintenfisch drin, aber schmeckt tatsächlich sehr gut. So, was haben wir hier? Ah, ich soll das Ding immer weiter rüberschieben. Okay, habe ich verstanden. Und jetzt schieben wir den nämlich einfach immer weiter rüber. Der wird jetzt da übergeben. Jetzt fällt er wieder eine Etage weiter runter. Und so geht es dann immer weiter, bis er ganz unten ist. So. Und dann noch den hier wegmachen. Und dann sollte er runterfallen, genau. Ja, ein ganz schönes Rätsel. Ist okay. Zumindest verschiedene Rätselarten. Ach, bitteschön. Ja, ja, mhm. Langt das dann irgendwann mal? Wie viele Zutaten habt ihr denn bitte? Hi. Genau, hier fehlt noch einer. Das heißt, auf jeder Seite 4 Dinger. Bisschen zu viel für meinen Geschmack. So viele Zutaten. Je weniger Zutaten in einem Gericht, desto besser eigentlich. Oh, okay. Einfach nur nach oben. Finde ich cool, wie die auch im Beat kaputt gehen. Kann aber ja nicht so schwer sein. Oh, ups. Sagte er und failed. Ja, cool. Das ging wenigstens recht schnell. Hui! Ja, 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 ja. Oh, hi, du bist der Letzte. Okay, wir haben komische Kisten, die kann man auch verschieben. Das ist ja interessant. Wo ist denn das Ding, was wir überhaupt benutzen sollen? Die können wir alle runterschieben. Ah, hier muss man das kaputt machen. Okay, ich glaube, dann ist das nicht so schwer. Einfach da die Lücke füllen, von oben dann die andere Kiste rein. Und die Kiste macht dann da diesen bröseligen Stein kaputt. Ja, easy peasy, okay. Den da rein, den einfach runter oder hier hoch? Wahrscheinlich muss man den... Oh, shit. Ey, ich bin das fast kaputt gemacht. Der bis dahin, dann kann man nämlich da rauf und hoch hüpfen. Und da haben wir auch den Fischkopf zumindest. So, bitteschön, damit haben wir alle. Ob wir jetzt von den Möwen das neue Lied lernen? Ich weiß nicht, oder doch von den Pinguinen?
Auf jeden Fall haben wir alle Noten mal wieder. Seit Ewigkeit mal wieder alle geholt. So, wo geht jetzt was ab? Ich hab Hunger. Ich hab so viel gemacht, ich will jetzt was essen. Wow, das ist geschafft. Das wird das beste Gericht, das ich seit Ewigkeiten zubereitet habe. Warte nur und staune. Okay, lass uns kochen, kleiner Koch. Puh, schon eine Weile her, dass ich ein Gericht wie dieses zubereitet habe. Und alles nur dank dir, Kleiner. Ja, endlich geht's los. Das war ganz schön viel Arbeit. Hättest du wohl Lust, mir beim Kochen zu helfen? Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Du und dein Eierfreund haben schließlich all die Zutaten gefunden. Das Gericht ist also genauso eures wie auch meines. Juhu, total gerne. Lass uns kochen. Wow, das ist ja voll funky. Yeah. Es ist Zeit für einen kleinen Leckerbissen. Wir werden beim Kochen vom Beat gerissen. Hab's richtig gut drauf, zeig dir, wie es geht. Also mach dich bereit, sonst bist du zu spät. Oh Gott, warte. Erkennt man ja gar nicht. Lass uns kochen. Was gibt's heute? Ich hab Hunger. Richtig Hunger. Was gibt's heute? Was gibt's heute? Shit. Lass uns endlich essen. Hau rein, spür den Rhythmus, der Beat ist dein. Heil du mit, muss, setz die Füße ein. Mach mal Dampf, ich will das Vorbild sein. Runde 2 und los! Jetzt schneiden wir die Zutaten in kleine Dinger. Und dann gehen sie in den Topf hinein. Das wird das Beste Essen werden. Und oh, das ist voll schwer. Dann essen wir zusammen. Das wird ein Festschmaus. Das ist super schwer zu sehen, wo der hin will. Selbst wenn man... Alter, what? Okay, da hat man ja gar keinen Überblick. Das Lied ist sehr, sehr merkwürdig. Jetzt sind wir gleich fertig. Du machst das sehr gut, yeah. Dann kannst du essen. Food Wars ist ein tolles Anime-Ding. Guckt euch alle den Anime an. Vor allem die zweite Staffel. Koch fein, spür die Musik, jetzt ist das Brett dein. Würde alles klein, fast fertig, so ist fein. Muss noch heißer sein, was für Leckereien. Letzte Runde und los! Okay. Das sind lange Noten. Essen fertig. Ich hab schon voll Hunger. Piep, 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 ich hab Hunger. Gib das Essen. Okay, gar kein Plan, was ich dazu auch singen soll, Leute. Ich weiß es nicht. Und jetzt gibt's Essen gleich. Okay, komisches Lied. Eigentlich schönes Lied, aber es ist super strange zu wissen, wo überhaupt die Dinger hingehen und sowas. Aber das war's jetzt schon, oder? Ist das Essen endlich fertig? Piep, 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 Mäuschen, sag mal piep. Oh ja, noch eine Prise Salz reinwürfeln, damit das alles richtig schön ist. Ich glaube, das wird nur ein B. Ja. 33 Fehler nur gemacht. Geil. Danke nochmal, Kleiner. Du hast uns geholfen, den Hunger für eine Weile zu stillen. Ich begann schon Appetit für deinen Eierfreund hier zu entwickeln. Haha, das war nur ein Witz. Ein Witz. Nun, dann geh, Kleiner. Das ist dein Weg zur Spitze. Das macht ja sogar Sinn, weil... Thermodynamik und so. Okay, ich such dann mal nach den Pinguinen. Ah, die Pinguine. Dann gib mal, überbring mal eine Nachricht vom Chef. Der Chef der Blaufußtölpel fordert die Pinguine zum Tanzwettbewerb heraus. Der Sieger darf sich am gesamten Strand breit machen. Bist du sicher? Danke, man sieht sich, Kleiner. Um dich auch. Lass rollen. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Ich gehe jetzt hier hoch. Mir egal, dass ich nur ein B habe. Ich habe dem Koch bei seinem Gericht geholfen. Er meinte, ich könnte den Aufwind des Kochtopfs nutzen, um den Ausgang zu erreichen. Ja, auf zu den Pinguinen. Wo muss ich hin? Noch eine neue Feder. Das ist bestimmt eine Pinguinfeder. Ah ne, der Blaufußchef.
Diese Feder fühlt sich warm an, sehen aber ein bisschen albern aus. Von albernen Namen und Aussehen sollte man sich nicht täuschen lassen. Die Blaufußtäupel sind wohl bekannt für ihren leidenschaftlichen Paarungstanz. Oh Gott. Ein Glück hat er mir den nicht gezeigt. Den will ich, glaube ich, gar nicht sehen. Das strippen die bestimmt oder so. Jetzt sind wir plötzlich im Eisgebiet bei den Pinguinen. Der Gefrierpunkt. Und eine riesige Röhre von Mario. Oh Gott, ich glaube, wir treffen gleich Mario hier irgendwo. Das ist schon wieder so ein Gecko. Was machen die hier überall? Das ist schon wieder ein Gecko. Was geht denn ab mit denen? Hi. 6,5 Stunden später. Hallo, Grandma. Ohoho, ein Besucher sieht man selten heutzutage. Sag mir, Jüngling, was bringt dich hierher? Der Ausblick oder die Klänge? Die Klänge! Ich will hier das Lied der Pinguine lernen. Hoho, wie nostalgisch. Als ich das letzte Mal einen anderen Vogel das Pinguinlied singen hörte, war es ein Singvogel. So ein Jammer, dass sie alle weg sind. Ein Jammer? Warum? Die Eule meinte, sie wären wirklich übel. Übel? Hohoho. Überrascht mich nicht, dass sie so denkt. Als die Singvögel hier waren, war das Leben so einfach. So viel Nahrung und Unterhaltung, wie und wann immer man sich nur wünschen konnte. Aber wir haben das halt selbstverständlich angesehen und jetzt sieh uns an, ohne die Singvögel. Wir schaffen es kaum zu überleben. Wie, die Singvögel sind also für den Nahrungsmangel verantwortlich? Hoho, kein bisschen. Das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Weißt du, die Singvögel kamen rum und sangen untern am Strand ihre Lieder. Es war magisch, selbst die Fische kamen an die Oberfläche, um zu lauschen. Und das hat uns die Nahrungssuche wirklich leicht gemacht, zu leicht, um genau zu sein. Im Laufe der Jahre haben wir uns daran gewöhnt, dass wir vergaßen, wie man auf eigenen Faust fischt. Das ist ja furchtbar. In der Tat. Und jetzt versuchen wir wieder zu lernen, wie man fischt. Es geht nur langsam, aber wir werden es schon schaffen. Ich hoffe nur, dass wir es schaffen, bevor unser Blaufußnachbarn was Dramatisches tun. Ah, okay, keine Sorge, es wird alles gut werden. Hoho, du bist ein Optimist, was? Wie heißt du, Jüngling? Burp. Hi, wieso fragt mich das jeder? Schön, dich getroffen zu haben, Burp. Ich bin Oris. Wenn du das Lied der Pinguin lernen willst, dann musst du nur hoch auf den Berg. Viel Glück und möge die Musik dich leiten. Dir auch, Oris. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Bye, bye, Oris. Komischer Oris hat er uns ein bisschen aber zumindest erklärt, was hier so abgeht. Sind die eingefroren? Das ist ja voll dumm. Keine Ahnung, funktioniert. Ach, da muss man seine Noten reintun. Jetzt raff ich's. Wir haben so viele Noten gesammelt und deswegen kommt man in diese komischen Gebiete hier rein. Ah, okay, ich hab's halt verstanden. Glückwunsch, Glückwunsch, du hast uns Ende der Röhre geschafft. Danke, kein Problem. Jetzt noch 2 Etagen und du bist am Gipfel. Okay, danke. Wie die alle auf ihren Boogie-Woogie, auf ihren Bäuchen umhersliden. Voll cool. Hallo, hallo, kümmere dich nicht um mich, ich tanze nur. Warum tanzen die Pinguine dauernd? Wir tanzen, seit wir Küken sind. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht warum, aber wahrscheinlich hält uns das in diesem kalten Wetter warm. Du... Was macht er da mit seinem Auge? Du solltest es auch mal versuchen. Haha, ist Ding wohl besser. Jeder soll tun, was er am besten kann. Der Boogie Woogie, der Po Woogie Woogie. Kennt ihr den, Leute? Den Po Woogie Woogie. Boogie Woogie. Schnuggerugi. Bin ich hier richtig? Ich bin mir unsicher. Ich will nicht mit den. Oh, ein kleiner. Chip Chip! Chip Chip! Hat deine Mami dir nicht beigebracht, mit Fremden nicht zu reden? Nee. Du hast aber auch mit mir geredet. Da ist deine Mami aber auch schlecht. Ich will hier nicht runter, oder doch? Ich hab das ja jetzt freigeschalten hier. Jetzt muss es dir ja eigentlich irgendwas Geiles geben. Yo, Party! Training? Hallo, wisst ihr, wie ich den Gipfel erreichen kann? Meinst du da, wo die anderen trainieren? Hey, wir brauchen schon Training. Wir brauchen keinen, der uns sagt, wie man tanzt. Stimmt doch, Jungs. Genau. Nun, kann mich jemand hier runterholen? Bei der Drehung vorhin, bla 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 bla. Okay. Labern alle oder Bullshit? Man muss gar nicht mit den ganzen NPCs labern. Irgendwie, keine Ahnung. Richtig stranges Gebiet hier, ohne Witz. Zack, zack. Ich will jetzt endlich die neue Note lernen. Oh, also diese Jump'n'Run-Parts hier nerven mich ein bisschen. Die sind doch immer so lang und so undurchsichtig, wo man überhaupt hin soll. Okay, noch ein Rätsel. Okay, ist ja super easy. Den einfach darüber schieben und mit denen dann einfach immer weiter. La, la, la. So, ich hab die Befürchtung, wir brauchen diese Kiste einfach mal. Na, na, na. So, schieben wir den noch ein weiter. Links hoch. Y. Noch weiter. Wow, ist das spannend hier. Und runterschieben. Bye, bye. Ja, yeah, ich habe gewonnen. Was habe ich gewonnen? Hier ist ein V. Die werden hier anscheinend angehimmelt, oder was?
Kann mir mal irgendjemand sagen, ob ich hier richtig bin? Oh Gott, ob das so gut ist, wenn ich hier runterfall? Ja, geil, weil ich runtergefallen bin, kann ich das jetzt hier alles nochmal machen, oder was? Oh nö, ist nicht dein Ernst. Aber da war doch nichts. Ach nee, hier ist so ein Aufwind. Okay, immerhin. So, also hier kann ich gar nichts machen. Der zeigt nach links, also fliege ich mal einfach nach... Geht halt gar nicht. Das Ding macht halt auch nichts. Aha. Hey, wie unnötig. Wofür habe ich das jetzt gemacht? Hier ist gar nichts. Ohne Witz. Man kriegt weder eine Note noch irgendwas anderes. Man kann auch mit diesem Vogel nichts machen. Aber nur für den Ausblick. Ich bin hier für die Klänge, nicht für den Ausblick. Dann wieder runter. Cool, ich weiß nicht, wo ich hin muss. 2000 Jahre später. Okay, ich glaube, ich hab's endlich. Hallo? Bin ich am Gipfel? Oh, hier wird Weihnachten gefeiert, das ganze Jahr lang. Nett. Ob diese Geckos wohl böse sind? Hä, wie, bis spät dran? Bis... Ah, nee, bin spät dran, okay. Bla, bla, bla. Na dann, ab in die Röhre. Ui! Dann sind wir ja wohl endlich mal ganz oben, oder? Ich will jetzt endlich das neue Lied lernen. Hier ist irgend so eine Konstruktion. Okay, nach oben. Ja, ich will nach oben. Hallo, ich will nach oben. Hallo, ey, Kleine, was tust du hier oben? Ich versuche den Gipfel zu erreichen, damit ich das Lied der Pinguine lernen kann. Dann bist du ja schon fast da. Siehst du diesen Aufzug hier? Er bringt dich ganz nach oben. Wenigstens, wenn er funktionieren würde. Er braucht neue Batterien, aber ich habe sie wohl verlegt. Er braucht 3 neue Batterien, sollte ihn irgendwo in deiner Gegend sein. Okay, bring ich dir. Ich und Eckbert. Ich als Batterie. Abau, Typi, Dude. Eckbert, stell dich hier hin. Ich gehe auf die andere Seite und dann machen wir das. Da, da. So, der geht hoch. Und was bringt mir das? Weiß man nicht so genau. Aber jetzt ist er da oben. Achso, jetzt können wir hier nach oben und dann können wir uns darauf stellen. Und dann können wir hier weiter rüber. Okay, er geht richtig ab. Alter, habt ihr den Gecko gesehen? Das hier ist wahrscheinlich so eine Batterie. Okay, also die müssen wir mitnehmen, somehow. Okay, das heißt, eine dieser Kisten muss da rechts runter, aber man kann sie nicht von der linken Seite schieben. Das ist das Doofe, okay. Aber mit dem hier können wir ja gar nicht so viel machen. Den können wir nur ganz nach links schieben. Ah, okay, den kann man aber auch hier rüber schieben. Keine Ahnung, ob das jetzt so richtig ist hier, aber egal. So ist das garantiert nicht geplant, aber es funktioniert. Von daher, I don't judge. I don't care and I don't judge. So, jetzt schieben wir den hier rüber und dann schieben wir das Ding noch weiter rüber und dann haben wir es. So ist das hundertprozentig nicht geplant. Jetzt komme ich doch gar nicht mehr rein, oder? Oh, shit. Ist nicht dein Ernst. Doch, ich komme da ja wohl irgendwie nochmal rein. Von ganz unten? Ja, okay. So, runter mit dir. Mach kaputt. Ja, geil. Komme ich irgendwie da links lang? Muss ich jetzt einmal rumlaufen? Scheinbar. Super nervig. So, erste Batterie haben wir. Batterie Nummer 2 wird dann hier oben irgendwo sein. Runter, dann können wir hier hoch. Da gibt es viel kaputt zu machen. Holy moly, okay. So, und von hier aus können wir dann nämlich da hoch, können den krassen Ballon hier mitnehmen. Holy moly. So, die drehen sich um. Wir haben hier Digger, den schieben wir einfach mal runter. Wird schon irgendwas passieren. Links hoch. Dann sind wir hier oben. Ah ja. Gut, ich denke, wir müssen die alle nach oben schicken. Der soll hier runter und dann soll man das einfach auf den anderen raufschieben und dann ist alles cool. So, easy peasy, da kommt der da rauf, dann geht der wieder hoch. Das ist eine sehr nervige Folge, muss ich sagen. So, schieben wir den da einmal rüber. Das Ding ist kaputt, das Ding ist kaputt. Jetzt halt die Frage, wo genau man die braucht, ne? Shit, habe ich jetzt schon alles kaputt gemacht, weil ich den hier nicht mehr schieben kann? Ich habe die Befürchtung schon. Ich hoffe nur, die Kisten hier vorne werden zurückgesetzt, weil sonst wäre nervig. Nee, es wird alles... Nein, es wird alles zurückgesetzt! Oh, jetzt habe ich die Kiste von oben nicht mehr. Oh, wie dumm ist das denn? Ah, okay, wir brauchen hier unten eine Kiste. Das heißt, der... Nee, hier muss aber ganz viel weg irgendwie. Ganz komisch. Der muss weg... Aber jetzt kriege ich den halt auch nicht mehr zurück, ne? Jetzt kann ich die andere Kiste noch holen. Die wird hier runterfallen und dann dazwischen gehen. Meint ihr, die macht dann auch den da unten kaputt? Wenn man den runterfallen lässt? Okay, man kann die von beiden Seiten kaputt machen. Ah, ja. Geht der dann auch kaputt? Ja, okay. Cool, dann brauchen wir jetzt nochmal die neue Kiste. Eine Ewigkeit später. So, nur aber Kiste da runter, hier runter gehen und dann da runter schubst, dann haben wir Batterie Nummer 2. Oh mein Gott, ey.
Die Strecken, das ist hier ganz schön. Toll, jetzt muss ich da irgendwie auch von der anderen Seite reinkommen. Ich hoffe, das funktioniert. Easy peasy, schick mir Batterie Nummer 2 runter. Hui. So, bitte, Batterie Nummer 2 ist auch da. Alter. Ach lol, diese blauen Dinger sind Geheimnisräume. Das wusste ich nicht. Okay, aber hier bringt das schon mal gar nichts, oder? Aber das wusste ich nicht. Ah, dann war links, wo wir dachten, wo gar nichts ist. Dann war da bestimmt doch irgendwas. Okay, da ist die dritte Batterie auf jeden Fall. Okay, der schiebt den runter. Landet der auf... Hä? Er hat ihn einfach nicht runtergeschoben. Habe ich die Kiste bewegt? Warte mal. Ja, habe ich, weil ich dumm bin. So, der drückt die dann da runter. Nee, doch nicht. Hä? Ach, ich muss die Kiste als erstes bewegen. Oh mein Gott. Dann bewege ich halt die Kiste. Kein Ding. So, Kiste fällt runter. Kiste geht nach links. Kiste geht auf den hier wahrscheinlich rauf. Aber da kommen wir noch nicht rauf, weil unten irgendwas gedrückt werden muss. Kiste soll hier aufmachen? Was ist der Plan? Shit. Alles kaputt gemacht. Ich brauche die Kiste da unten rechts. Oh Mann. Oh, so ein nerviges Rätsel. Keine Lust mehr. Ja, jetzt setz das doch zurück. Oh Gott. Jetzt setzt er die Kiste nicht mehr zurück. Ich fasse es nicht. So, jetzt geht die Kiste nämlich nach rechts und dann soll der den wieder rüberschieben. B links. B. So, der fällt da runter. Jetzt muss er wieder nach links. Und dann machen wir mit dem das da nämlich kaputt. Stellen das da rauf, beziehungsweise machen das hier nochmal kaputt. Und wozu sollte ich den jetzt da runterholen? Kriege ich die Kiste nochmal nach oben oder eher nicht so? Wahrscheinlich nicht, ne? Vermutlich nicht. Ich hole trotzdem das Ding mal runter. Ja, und da soll jetzt die Kiste rauf. Und dann kann man den hier schieben. Ach, ist das nervig. So, tschüss Kiste. Wir müssen das nochmal zurücksetzen, weil das ein super witziges Rätsel hier ist. Wow. Ich muss den erst aktivieren, dann darf ich es zurücksetzen, weil die Kisten sich nicht zurücksetzen, sondern nur die Plattform. Super behindert hier alles gemacht. Jetzt als ohne Witz schiebe ich die jetzt darüber. Eckbert, geh mal weg. Einfach mal zerdrücken lassen, der kleine Eckbert. Jetzt müssen wir hier einmal durch. Hä? Ach, der setzt... Toll. Der macht das einfach wieder heil, wenn man zurücksetzt. Dann verstehe ich es aber nicht. Wenn ich die Kiste hier runterschubse und dann hier runterschubse, dann macht er das hier kaputt. Okay, ganz toll. Aber dann ist die Kiste ja da unten. Und ich kriege keine neue Kiste. Aber ich brauche eine neue Kiste, um nämlich da links das Ding zu füllen. So, der macht das jetzt hier kaputt. Und das ist hier ja auch... Man soll das hier ja alles damit kaputt machen, oder nicht? Das Ding kann hier runterfahren. Wenn ich den da reinschiebe, dann ist er halt weg. Das ist doof. Das heißt, ich muss das Loch da auf jeden Fall stopfen. Und zwar mit dieser Kiste hier. Aber ich habe ja keine andere mehr. Aber wie kriege ich denn diese Kiste wieder nach oben? Gar nicht. Das bringt mir halt gar nichts. Ach, ich kann den da rüberschieben. Aber das bringt mir doch auch nichts. Der muss hier durch, aber... Hä? Wie soll ich denn die Kiste... Ich brauche die Kiste da unten und ich brauche sie hier. Was übersehe ich denn hier? Ich habe doch nur eine scheiß Kiste. Brauche ich die Kiste hier oder was? Mann, ey, man muss diese eine Scheißkiste einfach von rechts mitnehmen. Die können doch nicht zwei Räume für ein Rätsel machen. Wie? Oh, die eine Kiste steht jetzt falsch. So, dann schiebe ich den halt runter, dann macht der da halt alles kaputt. I don't care. Ja gut, mit zwei Kisten ist das ja super easy. Wieso nimmt er denn die Kiste jetzt nicht mit da oben? Oh, ich raste aus, ey. Macht er einfach nicht. Er nimmt einfach die Kiste nicht mit. Sonst hat er sie doch auch immer mitgenommen. Oh Mann, ey, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Ey, das ist wirklich so schlechtes Game Design hier. Er nimmt diese fucking Kiste da oben nicht mehr mit. Du scheiß Kiste, jetzt geh mit. Ach, plötzlich geht's wieder, ne? Ja, richtig witzig. Jetzt darf ich hier durch diese blöde Röhre gehen und die andere Kiste nochmal holen. Richtig gutes Rätsel. Geil, ey. Wow. So, jetzt habe ich diese Scheißkiste wieder. Jetzt nichts falsch machen. Die eine Kiste hat sich zum Glück da oben nicht zurückgesetzt. So, jetzt kommt die hier runter. Wir müssen das Ding wieder rüberschieben. Ist eigentlich scheißegal. So, wir schicken das Ding da runter. Machen das kaputt. Ich weiß nicht mal, ob man den zweiten da braucht.
Doch irgendwann muss ich hier auf jeden Fall nochmal rein, gell? Damit ich die Batterie von rechts wieder schieben kann. So, einmal hin und zurück. Hier haben die zu wenig Platz gelassen, dass man da durchkommt. Deswegen muss man die einmal ganz nach rechts schieben, um die dann wieder nach links zu schieben. So, der steht hier hoffentlich richtig. Schieben wir die Kackkiste da runter. Das haben wir alle schon tausendmal gemacht hier. So, und jetzt muss die Kiste, fuck you, einfach nach... So, schieb mich nicht runter, die muss jetzt nach links. So, die kommt darüber. Wir aktivieren das Ding hier. Links, links, Boah, also so im Late Game ist das Spiel echt scheiße, muss ich sagen. Die Pinguine sind echt blöd. Die mag ich nicht. Ich hoffe, ich bin doch kein Pinguin. Die Pinguine sind nämlich alle scheiße. Die haben hier blöde Rätsel. So, jetzt belohn mich bitte mit einem guten Song. Dritte Batterie, die war wirklich ultra nervig. Die ganze Folge ist nervig. Keine Ahnung. Allein das Ding fällt auch nicht genau da rein, wo es soll. Alles schlecht gemacht hier. So, bitteschön, dein scheiß Aufzug funktioniert. Ich bin genervt. Haben die Entwickler bestimmt nicht gedacht, dass jemand so lange spielt. Nach oben. Gut gemacht. Ja, jetzt spring auf. Wir fahren nach oben. Düm, 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 düm. Düm, 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 düm. Düm, 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 düm. 3 Wochen später. Bin ein bisschen salty wegen diesem scheiß Rätsel da eben. Allein, dass sie einfach das Rätsel in 2 Teile gepackt haben. Ist doch super dumm. Man denkt doch nicht, dass man durch eine Röhre gehen muss, quasi in ein anderes Gebiet, was gar nicht im Auge des Betrachters ist, um irgendwas zu machen. So, auf jeden Fall speichern. Das mache ich nie wieder, ey. So, hier ist krass Party am Abgehen. Hallo, okay, ihr alle 5, chillt mal ein bisschen. Oh, das ist hier der Oberpinguin, das erkenne ich an seinen Haaren. Hey, ihr Kleinen, was bringt euch zur Spitze des Berges? Ich bin Burp und das ist mein Freund Eckbert. Ich hoffe, dein Song ist gut genug für mich. Nun, ihr Kleinen, dann habt ihr sie gefunden. Juhu, ich bin gekommen, um ein Lied von euch zu lernen. Dafür hast du den ganzen Weg hierher gemacht. Wow, das ist mal beeindruckend, Kleiner. Nun, wir Pinguine sind immer bereit zu rocken. Mehr fragen musst du nicht. Und jetzt macht euch bereit. Pinguin Dance. Boogie Boogie. Oh nee, ich will nicht so eine Disco-Musik. Ach du Scheiße. Na gut, jetzt geht's los. I'm ready. Kann losgehen. Glaube ich. Ich bin immer noch salty. Das kann jetzt sein, dass das alles ein bisschen saltiger wird hier. Go. Alles ist im Fluss, der Groove sei mit dir. Jetzt leg mal endlich los, zeig deine Schritte hier. 1, 2, 3, 4. Yeah. Oh, okay. Dance Moves. Ach so. Na, na, na. Oh, das musst du sich merken. Das ist ja assig. Nee, 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 nö, nö. Okay, da muss ich mich konzentrieren. Sorry, Leute. Habe ich nicht gemacht. Scheiße. Scheiße. Ich bin so schlecht im Merken. What the hell? Als ob! Nee, 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 nee. Für uns ist Schnee genussvoll im Gut, tanzen bis zum Tagesschluss. Sorgen sind doch Stoß, macht den Boogie, große Pinguine ist sein Muss. Bin gar nicht in der Stimme, oh. Bin gar nicht in der Stimme für diesen Groove. Oh, ich mag die Pinguine nicht. Thank you.
Jetzt ist Schneegenuss, tanze für den Groove. Für den Schneegenuss, tanze für den Groove. Das war super dumm. Ich bin auch überhaupt gar nicht so dieser Disco-Fan, ne? Disco-Fever-Krams-Gedöns. Das war erstens super schwer, du musst es dir merken, erstens in der Reihenfolge gleich 8 am Stück oder was weiß ich, wie viele Noten am Stück. Dann wurden die nicht mal angezeigt oder wie oft und überhaupt. Wow, ich habe echt noch ein B bekommen mit 77 Fehlern, krasser Scheiß. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, das war super kacke, ihr Pinguin, ihr seid blöd. Hm, was ist los? Hm, ich habe keine neue Note gelernt. Nun, wir sind diese Note nicht mehr, wir singen diese Note nicht mehr, warum nicht? Nun, wir singen sie nur zusammen mit den Blaufußtölpeln. Weißt du, vor langer Zeit lebten wir in Frieden mit den Blaufußtölpeln zusammen. Wir hielten häufig Tanzbewerbe ab, zur Feier unserer Freundschaft. Da trafen unsere Lieder aufeinander und wir sangen besser denn je. Aber eines Tages begann die Nahrung auszugehen. Es gab nicht mehr genug Futter für jeden. Einige Vögel meinen, es begann, als die Singvögel verschwanden, aber mit Sicherheit kann ich das nicht sagen. Aber seither gibt es ganz schöne Spannungen zwischen uns. Die Tanzbewerbe wurden immer erbitterer, ta-ta-ta-ta. Und Nahrung ließ sich immer schwerer finden. Es wurde irgendwann so übel, dass niemand mehr genug Energie zum Tanzen hatte. Oh nein, aber warte mal. Auf dem Weg hierher traf ich den Koch. Er wollte, dass ich euch eine Nachricht überbringe. Oh, ist es das, was ich denke? Er sagte, der Chef der Blaufußtölpel fordert die Pinguine zum Tanzwettbewerb heraus. Der Singer darf sich am gesamten Strand bereit machen. Oh, ist es nun also soweit? Ich frage mich, was ihr Feuer wieder entfacht hat. Dann soll es so sein. Ja, okay. Dance, Dance Moves. Ja, ja, okay. Ufer, auf zum Ufer. Bla bla bla, Tanzduell. Diese Folge fand ich richtig blöd, weil erstens die Lieder blöd waren, die Aufgaben waren blöd, die ganze Folge war blöd. Hui, okay, Skateboard und so. Ich will jetzt zumindest noch eine neue Note kennenlernen. Okay, das ist aber schon cool. Das ist so ein... Dass er Breakdancen kann, ist cool. Aber seine Disco-Moves finde ich scheiße. Und sein Disco-Song fand ich auch scheiße. Autsch. So, jetzt kommt wahrscheinlich noch ein Song, ne? Wir sind da! Ah, hat auch lang genug gedauert. Du warst schon immer so. Nimm nicht alles viel zu einfach. Und du warst immer so ungeduldig. Der Koch, was tust du hier? Wieso? Ich bin natürlich zum Tanzen hier. Mit dem Kochen ist nur ein Hobby von mir. Ich bin der Anführer der Blaufußtölpel. Aber das heißt ja, dass du Geburtstag hast. Stimmt. Und ich feiere ihn mit meinem Sieg. Und jetzt tanzen wir. Noch ein Song. Ja, ich freue mich. Jetzt endlich mal eine neue Note. Welche denkt ihr? Ist das die X-Note? Ich glaube, das ist die X-Note, Leute. Ich glaube, wir lernen die X-Note. Dies ist der Tölpelstrand. Bereitet euch mal vor. Nehmt die Beine in die Hand. Unsere irren Moves stehen euch bevor. Oh Gott. Das sind die Moves der Tölpel. Macht die Pinguine fertig. Denn ihre Lieder sind doof. Ich dachte, ich mag die Pinguine. Doch da hab ich mich geirrt. Diese Disco-Kacke gefällt mir nicht. Ich mag die Blaufußtölpel viel mehr. Ihre Songs sind zwar auch doof, doch viel besser als die von den Pinguinen. Also macht sie fertig. Ich hoffe, ich bin kein Pinguin. Das wäre voll doof. So waren das jetzt. Das waren jetzt die Blaufußtöpfe, oder? Und jetzt kommen die anderen dran, soweit. So funktioniert doch tatsächlich, oder? Erst die einen und dann die anderen. Da zeigt man sich richtig cool, was man drauf hat. Wir haben Pinguine nicht zu suchen. Hier ist unser Platz. Klein mit zu geben ist nicht unsere Art. Der Strand ist unser Schatz. Oh nein. Ja. Mann. Wieso muss ich denn mitmachen? Ich kann mir das nicht merken. Man muss sich vor allem nicht nur die Noten merken, sondern auch die Betonung. Ihr Pinguine seid scheiße. Ich mag das nicht, bitte hör auf.
Das ist doch scheiße! Das macht voll keinen Spaß! Nun, das macht keinen Spaß, yeah! Nein, das macht keinen Spaß, yeah! Was ist denn jetzt die neue Note? Die rechte, oder was? Die blaue hier, ich glaube schon. Ich glaube, die rechte ist neu. Ich will nicht mehr. Ich will wirklich nicht mehr. Diese ganze Strand-Scheiße hier gefällt mir nicht. Wisst ihr was? Das dachte ich nicht. Ihr seid gar nicht so schlecht. Ihr habt richtig Mumm. Hoffentlich ist der auch echt. Schon gar keine Lust mehr zu singen. Meine Güte. Diese Folge ist doof. Ich hab keinen Spaß mehr. Was mache ich hier bloß? Ist die rechte Note die neue? Ich kann es nicht zuordnen. Aber ist okay, solange ich ein A bekomme. Oh nö. Das kann sich doch keiner merken. Lol, als ob. Einfach spammen. Na fast. Das geht noch. Oh Mann, ey. Jetzt geht dieser Song wieder los. Ich bin mir sicher. Gleich kommen die Eltern wieder an. Die haben viel bessere Songs als ihr. Ich vermisse die Eltern so sehr, das ist cool. Ich bin mir sicher, die Eltern können viel besser singen, tanzen, besser als ihr. Denn dieser Quatsch ist doof. Mann, ey. Lang haben wir es nicht mehr gemacht. Ich muss es eingestehen. Wie ich vermisse diese Pracht. Der Tanz mit euch soll ewig weitergehen. Das war auch scheiße. Alles scheiße, diese ganze Porne Scheiße. Jetzt nehme ich hier 1:15 auf, ja? Pure Scheißigkeit. Ey, na. Mit 52 Fehlern. Ich glaube, die Entwickler... Ah ja, das war die rechte Note. Die Entwickler haben das so eingeplant, dass man ganz viel falsch macht. Die Leidenschaft, die du durch diese Note spürst, lässt sich kaum im Zaum halten. Leidenschaft, eher Hass. Ja, das war super kacke. Ihr seid alle scheiße. Ich hasse euch alle. Die Pinguine sind super dumm. Die Blaufußtäube waren besser. Die haben gewonnen. Ihr seid so gut, wie ich das im Gedächtnis hatte. Yeah. Und ihr wart gar nicht so eingerostet, wie ich dachte. Jetzt sind wir wieder Best Friends. Ja, Carpador, 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 Carpador. Boss, die Fische. Ich kann's nicht glauben. Die sind zurück. Oh, so viele. Was? Oh, Gras. Oh, sind wir heftig. Okay, ja, kann ich jetzt endlich gehen? Danke, tschüss, Burp. Ja, sehr gerne. Ich gehe jetzt zur Eule. Ihr seid alle scheiße. Ich will hier nie wieder hin. Wehe, ich bin ein Pinguin. Bin mir so sicher, dass ich nicht einfach wieder zur Eule darf. Es war so klar. Aber die Eltern haben wenigstens coole Lieder. Aber nur er? Ich habe ihn doch schon mal besiegt. Der will mir bestimmt okay. Nee, den... Warte, wen habe ich denn besiegt? Ich habe die... Ja, die beiden Rechten habe ich besiegt. Da ist er wieder, der Singvogel. Aber ich mag dich inzwischen, Singvogel. Du bist auf jeden Fall cooler drauf als die Pinguine. Endlich haben wir euch wiedergefunden. Ihr Kerle schon wieder. Lasst uns in Ruhe. Das ist deine letzte Chance, Burp. Die Eule ist gefährlich. Habe ich mir gedacht. Ihr seid nämlich lieb. Wenn du weiter darauf bestehst, zur Eule zu gehen, dann gibt es kein Zurück. Nein, ich werde nicht auf euch hören. Ihr seid alle Fieslinge. Verstehst nicht. Warum willst du nicht verstehen? Doch, ich glaub euch. Also ich als... Weiter geht es nicht. Wahre dein Gesicht. Geh, das ist deine letzte Chance. Die sind aber immer gleich aufgebaut, diese Villain-Songs hier. Wenigstens noch mal ein cooles Lied am Ende. Ja, die sind nett. Ich glaube euch doch. Bitte haltet mich auf. Ich will doch
gar nicht so heule. Ich vertraue euch, bitte sendet mich nicht dahin. Die Pinguine waren doof. Aber sie meinten, ihr habt ihnen geholfen. Doch dann seid ihr gegangen. Was ich verstehen kann bei den Dovis. Denn die Pinguine sind doof. Und die Eule ist es auch. Warum willst du nicht verstehen? Ich will doch bitte mitkommen. Du hast keine Chance. Wenn du die Eule triffst, wird es kein zurückgeben. Ich höre nicht auf euch Fieslinge. Ach Mann, Birb, du bist so doof. Ich will dieser Birb nicht mehr sein. Birb ist doof wie doof. Du stures Küken, du bist besser als gedacht. Doch dein Weg endet hier. Hier ist das Ende, Ende Gelände. Das ist deine letzte Chance. Ende Gelände, haben die einfach gereimt. Ich vertraue euch doch, ich will nicht zur Eule. Doch das Spiel, das zwingt mich dahin zu gehen. Oh. Das ist für den Plot, Twist, yeah. Erst einmal raffen, was man überhaupt machen muss. Ich will nicht zur Eule, helft mir doch. Bitte helft mir. Ich kann nicht mehr klar. Denken, mein Hirn wird ganz weich hier. Die Pinguine sind doof. Sie haben mein Gehirn völlig kaputt gemacht. Es ist nur zu deinem guten, Birb. Hiernach wird es kein Zurück von der Eule geben. Ich werde nicht stoppen. Aber warum nicht? Nicht, nachdem ich so weit gekommen bin. Ich glaube, der Singvögel kann mir halt wirklich helfen. Gib keinen Weg zurück aus diesem Unglück. Ich beweg mich hier kein Stück. Oh Gott. Solange ich mir nichts merken muss. Ficken! Mann, ich hasse dieses Auswendiglernen hier. Aber von denen geht das bisher noch. Wer denkt sich denn so einen Müll aus? Jetzt kommt ihr alles zusammen. Ich will doch gar nicht zur Eule. Wieso hilft mir denn euer Boss nicht? Bitte, ich kann nicht mehr klar denken. Bitte, hilf mir doch, das ist alles schlecht. Ich kann mir das nicht merken so schnell. Bitte, Boss, ich will mir helfen. Aber mein Hirn ist einfach nur dumm, weil ich Birb bin. Als kleiner Knirps verstehe ich das noch nicht. Wann ist dieser Song vorbei? Diese Folge ist doof. Bitte gebt ein Dislike dafür. Ich fühle mich nicht gut mit diesem Ding. Dieser Song ist ganz okay, aber die anderen Songs waren besser. Die gefallen mir. Doch die Villen sind die besten Charaktere. Obwohl ich muss sagen, dass die Partyvögel auch ganz cool waren.
Doch jetzt bin ich nicht mehr der kleine Bär. Naja doch, ich hoffe, ich bin kein Pinguin. Kein Pinguin, kein Pinguin. Bitte sag mir, dass ich kein Pinguin bin. Kein Pinguin, bin kein Pinguin, bin kein Ping. Oh Mann, das ist scheiße mit so vielen Noten. Da kommt doch keiner mit. Da muss man, glaube ich, Pianist sein. Ah, oh, nur 12 Fehler. Das geht ja sogar noch. Guck mal, das ist tatsächlich ein A. Genauigkeit. Alles sehr nach links gerückt. Immer zu früh. So, jetzt erzähl mal was. Flieg nicht bitte wieder weg. Bitte hilf mir doch einfach. Piekst mich einfach auf. Töte mich. Ich will nicht wieder zur Eule. Bitte töte mich. Töte mich. Das waren die letzten und ich bin immer noch nicht tot. Los, Eckbert, lass uns gehen. Ich will nicht. Ich will nicht. Scheiße. Ich muss doch garantiert mit dem Singvogel auch nochmal. Ja, die neue Feder. Happy Peppy. La 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 la. La 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 la. Das wird hier alles sehr depressiv. Ohne Witz, ich gebe dem Spiel eine schlechte Bewertung, wenn ich ein Pinguin bin. Wehe. Ich bin. Oh, vielleicht bin ich auch ein Singvogel, Leute. Das wäre natürlich geil. Ah, ich bin bestimmt das Kind von diesem Singvogel. Das wäre cool, oder? Der ist auch so gräulich. Damit wäre ich zufrieden, solange ich kein scheiß Pinguin bin. Ich glaube... Oh, Eckbert. Ich bin so aufgeregt. Nur noch eine Note ist übrig. Du hast recht, die letzten Eltern vorhin sagten was wirklich Seltsames. Etwas darüber, dass es keine Zurück mehr gebe. Ich bin der Wahrheit so nahe. Ich sollte besser bereit sein, wenn ich die Eule wegen der letzten Note treffe. Vielleicht sollte ich sicherstellen, dass ich alles im Wald gemacht habe, was ich tun wollte. Oh, Finale, Leute. Aber wieso war das denn die letzte Note? Gibt sie uns etwa auch eine Note? Okay, ich werde nicht mit der Eule sprechen, weil das wird anscheinend das Finale sein. Deswegen war es das dann mit dieser Folge. Sie war komisch. Ich mochte die ganzen Lieder nicht. Die Folge ist jetzt auch länger, aber YOLO. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Finale wird dann okay. Weil sonst, ich hoffe, ich bin kein Pinguin, der ohne Witz. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.